Es knallt, es pufft, es ist Party-Time. In den vergangenen drei Tagen drehte sich hier in Nürnberg alles rund um das Thema mechanische Verfahrenstechnik und Schüttgut-Handling. Ein bestimmendes Thema ist der Explosionsschutz. Allein 80% aller industriell verarbeiteten Stäube sind explosibel. Da verwundert es kaum, dass die Behörden jeden Tag in Europa eine Staubexplosion verzeichnen. Zu diesem Thema steht jetzt bei mir Herr Stefan Penno. Er ist Mitbegründer einer noch jungen Vereinigung international anerkannter Spezialisten für den industriellen Explosionsschutz. Der Name ist INDEX. Herr Penno, welche Ziele verfolgt INDEX? Also das Hauptziel von uns ist überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit zu dem Thema Explosionsschutz weiter zu wecken. Und das nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit. Und da ist es eben wichtig, dass man auch Experten zusammenbringt, die das geballte Wissen auch an die Anwender weitergeben können, aber dass auch Anwender zusammenkommen und sich austauschen können und untereinander besprechen können, wie machst du das, wie löst du das, welche Probleme hast du. Und so kann man dann ein gemeinsames Level erreichen, wo man weltweit erfolgreich Explosionsschutz mit betreiben kann. Sie hatten ja jetzt hier auf der PowerTech auch Premiere mit einem Kongress. Was ist denn Ihr Fazit nach diesen zwei Tagen? Also ist sehr gut angekommen, der Kongress. Trotz der englischen Sprache haben wir auch zahlreiche deutsche Besucher gehabt. Aber vielmehr freue ich mich darüber, dass wir aus weiteren 18 verschiedenen Ländern Teilnehmer hatten, die zwei Tage hier sich Zeit genommen haben, sich mit den Experten zu unterhalten und auch untereinander zu reden und abzustimmen, was können wir machen und wie können wir in Zukunft sicher unsere Prozesse laufen lassen. Können Sie denn zwei thematische Schwerpunkte nehmen, die Sie wirklich beschäftigt haben in den zwei Tagen jetzt? Also das Highlight schlechthin war auf jeden Fall ein Experimentalvortrag zu dem Thema Elektrostatik, wo jeder hautnah erleben konnte, wie schnell sich eben statische Aufladungen bilden können und wenn sie dann entladen werden, wie gefährlich das sein kann, also dass dadurch eine Explosion entstehen kann. Und das zweite Highlight waren auch Vorträge zu dem Thema, was kann alles falsch gemacht werden, also dass man aus den Fehlern der anderen lernt und auf was man achten soll, damit, wenn man schon in Explosionsschutz investiert, auch alles richtig gemacht wird. Auch hier in den Hallen ist Explosionsschutz natürlich ein sehr wichtiges Thema. Eines der innovativsten Eckschutzprodukte sowie Entwicklungen aus 6 weiteren Messebereichen schauen wir uns jetzt kurz im Zeitraffer an. Die neue Explosionsdruckentlastungsklappe von Reitinger ist eine wiederverwertbare Alternative zu Berstscheiben. Sie öffnet auch bei geringen Drücken zuverlässig und kommt ohne Unterdruckeinrichtung aus. Die Wirbelstrom-Siebmaschine von Atzo gibt es jetzt auch mit vertikaler Ausrichtung. Die Schwerkraft sorgt für eine bessere Auftrennung der Partikel. Die Trennschärfe und Gutkornausbeute werden erhöht. Das neue In-Situ-Messsystem von Mettler Toledo ermöglicht erstmals zuverlässige Informationen über Partikeldimension, Anzahl und Form direkt aus dem laufenden Nassgranulationsprozess. Mit der neuen Mikrowellenschranke Vega MIP stellt Vega einen berührungslos arbeitenden Grenzschalter zur Verfügung, der ein breites Anwendungsspektrum abdeckt. Big Bags im Hygienebereich befüllen, schleusen und absetzen. Diese Funktionen sind in einem kompakten Gerät von Derichs integriert. Mit Osmotron Pro stellt Christ Pharma Life Science eine komplett überarbeitete Reinzwasseranlage aus, die sich unter anderem automatisch geänderten Rohwasserverhältnissen anpasst. Höhere Durchsatzleistungen sind mit dem Plattenmolekularverdampfer von GIG Karasek möglich. Er vereint das Prinzip des Plattenfilmverdampfers mit dem der Kurzwegdestillation.
Das sind unsere 7 Highlights. Nebenbei auch Preisträger der Innovation Awards 2010 von Process, Pharmatech und Schüttgut. Sie demonstrieren die Innovationskraft, die von den 680 Ausstellern hier in Nürnberg ausgeht. Nur in Nürnberg? Bei weitem nicht. Die Nürnberg Messe hat ein weltweites Netzwerk aufgebaut, das Powder & Bulk Network. Frau Hauser, Sie sind Projektverantwortliche von der Powertech. Welche Schwerpunkte setzt denn das Netzwerk auf welche Gebiete, auf welche Länder? Da fangen wir am besten mal vom Osten an und wandern nach Westen rüber. Im Osten haben wir in China, in Shanghai, die IPB. Dann geht es über Indien mit der Bulk Solids India. Zu uns nach Europa mit der großen Powertech, dem Flaggschiff des Netzwerkes und dem Weltkongress für Partikeltechnologie, der aber erst in 12 Jahren wieder in der Nähe von uns sein wird. Und dann nach Glasgow, Schottland, wo die Bulk Solids Europe stattfindet. Welche Rolle wird denn da zukünftig Nürnberg noch spielen in diesem Netzwerk? Ich denke, Nürnberg ist so der zentrale Dreh- und Angelpunkt, wo sich Besucher aus der ganzen Welt wiedersehen. Die Powertech ist die größte Veranstaltung innerhalb des Netzwerkes und wird auch diese Position eine ganze Weile beibehalten. Noch detailliertere Informationen zum Netzwerk, aber auch zu den ausgestellten Innovationen hier in Nürnberg sehen Sie auf unserer Homepage www.process.de/powertech.